meine Lieben, und willkommen zu Tag 5. Die Woche ist schon bald wieder rum. Wie krass ist das? Die Zeit vergeht zu schnell. Die Franzi und ich haben gestern spontan beschlossen, dass wir heute zu Krämer fahren. Sie braucht nämlich ein paar Sachen. Ich brauche wieder Futter und Öl, also hauptsächlich Futterzeugs. Ich brauche jetzt sonst, glaube ich, eigentlich nichts. Mal schauen, ob ich sonst noch was kaufe. Ist ja immer gefährlich, dass man dann mehr kauft, als man braucht. Ich hoffe, ich bleibe stark, aber wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich ja. Die Franzi kommt so in 20 Minuten hierher. Und dann fahre ich weiter zu Krämer. Da fahren wir übrigens immer nach Regensburg, Pendling. Weil da immer so viele fragen, wo wir hinfahren. Also ich glaube, die Ortschaft heißt Pendling und das liegt halt bei Regensburg. Genau, also ist heute Krämer-Shopping angesagt. Das mögt ja jemand total gerne. Und ich zeige euch dann natürlich auch, was ich geshoppt habe. Aber ich hoffe oder vermute mal, dass es nicht allzu viel sein wird. Ansonsten steht heute, glaube ich, nichts Besonderes mehr an, außer dass ich abends dann vielleicht noch zu Momo schaue, wenn ich noch Lust und Motivation habe, weil Krämer-Shopping ist, finde ich, schon immer anstrengend. Man fährt ja doch so 2 Stunden insgesamt hin und her und ist dann 1, 2, 3 Stunden im Krämer. Ich bin danach immer ziemlich platt, aber mal gucken. Also ich denke, dass ich nachher schon noch bei Momo vorbeischaue, ob ich reiten werde oder ihn nur so ein bisschen betüdel. Schauen wir mal. Also jetzt warte ich noch, bis die Franzi da ist und dann starten wir los. Wir stehen vor dem Krämer. Die Franzi ist mit am Start. Sie hat eine ganz große Einkaufsliste. Oh ja. Ich nicht. Mal schauen, was wir kaufen. Die Stimmmaske brauchen wir. Ja, ist am Start. Supi. Gut, dann geht's los. Starten wir. So, bitte putz nochmal der Kamera. Vor jeder Benutzung wird die fein säuberlich geputzt. Ich glaube, ja. Das hat meine Kamera in den, wie viele Jahre habe ich die? Keine Ahnung. Nie erlebt. Ich war äußerst sparsam und zurückhaltend, im Gegensatz zu Franzi. Ich habe mehr gefunden. Ich habe nur das Wiesengenuss Müsli, na gut, Fassern, Müsli kann man es nicht nennen, das Wiesengenuss-Dings gekauft. Dann noch Mariendistelöl. Es fokussiert immer dein Gesicht. Hallo. Und jetzt fällt's runter. Und eine Wurzelbürste von der Classic Line bei Showmaster. Da habe ich schon eine Kopf- und so eine normale Reinigungsbürste. Und ich finde die echt toll. Jetzt habe ich mir dann noch eine Wurzelbürste geholt. Genau, das war's auch schon. Man wird es nicht glauben, aber mehr habe ich tatsächlich nicht gekauft. Ich habe nur 34 Euro noch was ausgegeben. Irgendwie so um den Dreh. Viel mehr. Minimal. Hab's aber auch gebraucht. Ja gut, du hast für andere Leute viel mitgenommen. Asozial. Ich bin nicht so sozial. Spaß, ich würde schon mitnehmen, aber hat keiner gefragt. Jetzt geht's natürlich weiter zu McDonald's. Also ja, müssen da fahren wir ganz weit fahren. Wir müssen trotzdem fahren, weil wir durch den McDrive wollen, oder? Ja, auch schon. Das ist irgendwie Benzinverschwendung, aber... Ja, okay. Ja, wir können ja nicht durch den McDrive gehen, oder? Na, nein. Das will man nicht. Hilft nix. Let's go.
Ja, wir packen mal aus das Essen. Auspacken. Ich habe mir eine kleine Cola bestellt und bezahlt und habe eine doppelt so große bekommen. Wie geil ist das? Fast wie viel? 0,25 gratis abgestaubt. Mhm. Schnell. So, ich hab dann Hunger. Hier einmal für die Anna. Und das ist zweimal für die Anna. Zweimal für die Anna und das ist meiner. Und dann gibt es noch Nuggets. Wir haben so Hunger. Danke. Super. Miam, hoffentlich saue ich mich nicht um. Ich würde gerne voll sein. Es gibt nichts Besseres als einen Cheeseburger nach dem Kleiner Shopping. Jetzt kriegen bestimmt alle Hunger hier. Wir essen jetzt mal. Ich bin jetzt noch kurz im Stall, allerdings nicht um zu reiten, sondern ich habe nur schon die ganzen Sachen abgeliefert, die ich gekauft habe, damit hier im Auto nichts schlecht wird, vor allem das Öl und das Futter natürlich. Das Öl kommt hier rein, falls es noch Platz hat. So, Rest. Und hier ist halt noch ein bisschen was drin. Ich hoffe, dass der da ganz reinpasst. Blöd. Natürlich schaue ich bei Momo auch noch schnell vorbei, wenn ich schon da bin. Ich habe auch noch Karotten, die ich verfüttern muss. Alle am Abendessen hier. Hallo Pony, ich habe was für dich dabei. Guck mal. Teilst du auch? Ja. Du auch nochmal, oder wie? Hier hängt dann noch was raus. Na du. Morgen gehen wir wieder reiten, gell? So, wie sieht's hier aus? Noch alles heile. Hier ist ein Mini-Loch, aber das ist schon länger. Ansonsten sieht hier noch gut aus. Noch nichts zerstört. Okay. Bescheid? Ja, gut. Super. Abbeißen. Ja, so viel für das Kleine. Ey, nicht so gierig. Steht. Steht. Einmal Kopf schütteln. Ja, super. Noch einmal. Komm. Ja, super. Darfst du wieder zum Abendessen? Komm ich morgen wieder. Ja. Tschüssi. Direkt wieder zum Gras. So fahre ich auch wieder. Eigentlich wollte ich ja heute reiten, aber es ist echt schon relativ spät. Es ist schon kurz vor 20 Uhr. Und ich habe echt Angst, dass es dunkel wird. Ich wollte nämlich ausreiten und deswegen habe ich mir gedacht, ich komme einfach morgen früh direkt wieder. Und mein Freund kommt dann vielleicht auch mal wieder mit. Dann gehen wir zusammen raus, ein bisschen spazieren, ein bisschen ausreiten. Also mein Freund geht dann zu Fuß mit. Ja, ich habe spontan beschlossen, dass ich den Futtersack doch wieder mit nach Hause nehme und im Keller lagere, bis die Tonne einigermaßen leer ist. Weil wenn ich das jetzt drauf schütte, dann ist unten ja quasi das alte und oben das neue. Nicht, dass das unten drin dann schlecht wird. Deswegen wird das erstmal im Keller gelagert, bis die andere Tonne einigermaßen leer ist. Genau, dann geht's jetzt nach Hause. War ein kurzer Stallbesuch, aber morgen wird dann wieder ausgiebiger was gemacht. So, meine Lieben, es ist schon wieder ziemlich spät. Nach 23 Uhr ist es jetzt, glaube ich. Irgendwie passiert in dieser One Week with Me gefühlt nicht so viel wie in der letzten. Die letzten paar Stunden sind wir jetzt auch hier wieder einfach auf der Couch gelegen und haben ferngeschaut. Und ich habe meinen ersten Tag der One Week with Me online gestellt. Aber da gab es eigentlich nicht viel zu zeigen.
Ja, deswegen beende ich auch Tag 5 hiermit. Morgen ist mein Geburtstag an Tag 6. Da muss ich mal schauen, ob ich da genug Videomaterial zusammenbekomme oder ob ich dann vielleicht Tag 6 und 7 wieder zusammenlege, so wie bei der letzten One Week with Me. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch Tag 5 gefallen hat. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Video vorbei und bis dann. Tschüss!